Das ist der Schlüssel zu dem Auto, welchem ich schon sehr, sehr lange hinterher fiebere. Ein Hyundai-Schlüssel. Ja, ein Hyundai-Schlüssel. Wie kann man einen Hyundai hinterher rennen, fragt ihr? Ganz einfach, indem es das vermutlich revolutionärste Elektrofahrzeug ist, das letztes Jahr 2021 auf den Markt gekommen ist, nämlich der Hyundai IONIQ 5. Und der Hyundai IONIQ 5 und ich haben schon eine gewisse Beziehung zueinander aufgebaut, denn der IONIQ 5 und meine Wenigkeit sind die iMobility Rallye gefahren von der Automotor und Sport zusammen mit Bernd Konrad, nämlich von Autonotizen. Das Video verlinke ich euch auch und es war eine Freude und wir haben auch ordentlich abgeräumt. Das werdet ihr dann auch in diesem Video bei Bernd Konrad sehen. Nicht, aber heute geht es nicht um eine Elektrorallye, sondern heute geht es um Alltag, Familie und natürlich Praxisnutz. Wert. Also der IONIQ 5 muss heute auf unsere Verbrauchsrunde, die wir immer mit jedem Fahrzeug hier absolvieren, die immer gleich ist. 50% Überland, 40% Autobahn mit VMAX 130 für Elektrofahrzeuge und 10% ist der Stadtverkehranteil. Während meiner Fahrt werde ich euch natürlich alles Wichtige rund um den IONIQ 5 berichten und am Ende schauen wir dann natürlich auf das Datenblatt, was hat er verbraucht? Wie weit würden wir mit unserem Akku hier kommen? Und natürlich gibt es auch noch ein paar persönliche Worte mit meinem Fazit zu dem Fahrzeug. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Kanal ein Abo schenkt, falls nicht schon getan, das Video liked, wenn es euch gefällt, aber mir auch vor allem euren Kommentar unten in der Kommentarbox hinterlasst, damit wir am Ende des Videos auch über den Hyundai IONIQ 5 diskutieren können. Und jetzt steigen wir ein, schnallen uns an und dann geht die Fahrt los im Hyundai IONIQ 5. Viel Spaß! Wer den Hyundai IONIQ 5 das erste Mal auf Bildern sieht, der denkt sich, oh, das ist ja ein nettes kleines Auto. Und sieht man ihn dann zum ersten Mal in der Realität, so ging es mir, dann ist man erstmal entsetzt, was für ein riesiges, vor allem selbstbewusst auftretendes Fahrzeug hier vor einem steht, das alleine durch diesen 3 Meter Radstand, den wir hier haben, schon sehr, sehr gestreckt wirkt und dann auch eben sehr bullig daherkommt mit dieser, ja, fast schon aggressiv dynamischen Front hier durch die Pixel-LED-Scheinwerfer, die wir hier haben, also dieses Pixel-LED-Licht, das ist hier optional erhältlich. Auch am Heck haben wir diese Pixel-Optik, die dann durchgeführt wird. Wenn man dann aber mal auf die reinen Fakten schaut, ist der Wagen in Anführungszeichen nur 4,64 Meter lang, hat eine Außenbreite mit diesen großen Außenspiegeln von 2,12 Meter und eine Bauraumhöhe von 1,65 Meter. Das sind gar nicht mal so opulente Abmessungen, wenn man das mal überlegt. Das geht so in die Mittelklasse hinein. Aber wenn das Auto vor einem steht, dann wirkt es deutlich bulliger und auch größer. Auch im Innenraum zeigt der Hyundai IONIQ 5 ein echtes Statement, denn Kofferraum, da befinden wir uns bei 499 bis 1559 Liter hier mit dem aufpreispflichtigen Bose Soundsystem. Wir haben keinen echten doppelten Laderaumboden, sondern da ist nur so ein kleines Fach drunter mit dem Adapter für das Vehicle to Load. Dazu kommen wir dann gleich noch. Aber die Platzverhältnisse sind dann echt gut, vor allem auf der Rücksitzbank sehr fürstlich. Viel Beinfreiheit, viel Kopffreiheit, viel Bewegungsfreiheit. Die Rücksitzbank lässt sich bei uns in der Neigung verstellen, manuell und in der Länge sogar elektrisch verschieben. Beheizbare
Außensitze haben wir hier im Fond, zudem Stromversorgung Deluxe. Zwei 230 Volt Anschlüsse haben wir hier, zwei USB-A Anschlüsse sowie für Familien natürlich besonders interessant auch hier Isofix an den Außenpositionen und auch eben nicht nur die Sonnenschutzverglasung, die echt dunkel gehalten ist, sondern auch hier Sonnenschutzrollos, die auch effektiv dann nochmal die Sonneneinstrahlung für die kleinen Schützlinge effektiv fernhält. Vorne sitzt es sich dann auf bequemen, breit ausgeformten, hier in unserem Fall Ledersitzen, die dann auch sogar eine Relax-Funktion optional bieten, also so eine Schlaffunktion. Da fährt dann der Sitz in eine Liegeposition, unten fährt noch ein Beinpad aus. Also da kann man dann sozusagen während des Ladestops, der übrigens sehr kurz ist, sehr angenehm seine Ladezeit verbringen. Der Blick auf den Armaturenträger zeigt ebenfalls echte Modernität, vor allem aufgeräumt wirkt es hier drinnen. Alles sehr sachlich, sehr ruhig gestaltet. Eigentlich keine echten Design-Highlights, wenn man das so betrachtet, sondern alles wirkt hier einfach nur wirklich schlicht und gut aufgeräumt und bietet natürlich dann auch eben noch ein sehr luftiges Innenraumgefühl, was wir hier haben. Der Fahrer blickt hier auf zwei riesige Displays. Das eine ist eben das Kombi-Instrument, das andere das Multimedia-System. Beide sind im Prinzip miteinander hier verbunden. Wir haben auf der linken Seite sogar noch so ein kleines Pad, was so eine Art Pinnwand darstellt. Da kann man sich dann nochmal so ganz nette Sachen wie Fotos oder Notizen beispielsweise hinmachen, wenn man zum Beispiel den Einkaufszettel dann mitnehmen möchte oder vielleicht die Bilder der Liebsten. Das digitale Kombi-Instrument bietet eine durchaus hohe Informationsvielfalt, die wir hier haben. Nicht nur Verkehrszeichen, Geschwindigkeit, Reichweite, Bordcomputer, Momentanverbrauch, Rekuperationsstufen, Akkustand, Kilometerstand. Nein, wir können hier wirklich echt alles abrufen über das Zweispeichen-Multifunktionslenkrad, was wir haben. Interessant ist auch, dass das Multifunktionslenkrad hier kein Hyundai oder keinen Ioniq-Schriftzug trägt, sondern lediglich vier Punkte. Das wirkt mal etwas anders und irgendwie ein bisschen komisch finde ich persönlich, wenn man da nicht das Logo mehr sieht. Das BlueLink genannte Mediasystem hier lässt sich über einen Touchscreen bedienen. Die Bedienung ist völlig intuitiv, also man findet sich hier locker und easy zurecht. Aber natürlich eine sehr, sehr hohe Anzeigevielfalt, die wir hier haben. Wir können uns die EV-Modes beispielsweise herholen. Da sehen wir dann nochmal sehr schön aufgeschlüsselt, wie weit wir wirklich kommen mit den derzeitigen Verbrauchern. Wie weit unser Akku ist, das ist eine schöne Anzeige. Dann haben wir natürlich auch die üblichen Sachen für Navigationskarte, Klimatisierungsmenü zusätzlich zur Klimasteuerung, die wir hier als physisches Klimabedienteil haben. Also in einem weiteren Sinne können wir da dann genauere Optionen wie Vorklimatisierung unter anderem vornehmen oder aber hier die Sitzheizung und Sitzlüftung bedienen. Und das finde ich einen kleinen Knackpunkt. Ich hätte doch gerne für Sitzheizung oder Sitzlüftung noch irgendwie eine physische Taste hier gehabt. Nicht nur die Direktwahltasten für Map, Navigationssystem, Radio oder eben eine frei belegbare Taste bzw. 360-Grad-Kameras. Das finde ich ein bisschen schade, dass wir hier nicht eine direkte Taste eben für Sitz und Lüftung haben. In der Mittelkonsole haben wir dann auch alles Nötige, was wir benötigen. Wir haben ein großes Ablagefach in der Armauflage und darunter haben wir ebenfalls sehr große Ablagemöglichkeiten. Wir haben eine Induktiv-Ladeschale für Smartphone, die sogar ein bisschen klimatisiert ist. Also da kommt noch ein Lüftchen raus, dass sich das Smartphone bzw. der Akku des Smartphones beim Laden nicht allzu sehr aufheizt. Das ist auch sehr positiv. Zudem haben wir natürlich noch zwei USB-A-Anschlüsse, die wir hier haben, sowie zwei Cupholder, die ebenfalls in einer guten Griffposition untergebracht sind. Den Wählschalter für das Eingang-Reduktionsgetriebe, den hat man hier unten rechts an die Lenksäule gesetzt, was ich ein bisschen komisch finde, zunächst einmal in der Bedienung. Da muss man sich erstmal so ein bisschen wieder reinfinden, dass der Stock, dieser Lenkstockhebel da unten angebracht ist. Aber hat man das nach einer kurzen Zeit mal heraus, dann ist das auch gar kein Thema mehr und die Bedienung funktioniert einwandfrei. Bisschen schade bei der Bedienung, finde ich auch. Es gibt keinen Heckscheibenwischer hier beim Ioniq 5, was durchaus ihm gut stehen würde. Jetzt zwar nicht optisch vielleicht, aber man könnte ihn durchaus gut brauchen. Wenn man denn bei Regenwetter unterwegs ist, dann würde man sich den Wischer hier durchaus wünschen. Komischerweise gibt es ihn hier weder für Geld noch für gute Worte.
Über den Antrieb brauchen wir gar nicht viele negative Worte finden, ehrlich gesagt, denn der ist sensationell gelungen den Koreanern. Fangen wir aber mal mit den Daten an. Wir haben hier zwei Elektromotoren in unserem Fahrzeug verbaut. Das ist die Top-Variante. Einen an der Vorderachse, einen an der Hinterachse. Damit wird auch das Allradsystem umgesetzt. Wir haben insgesamt 225 kW Systemleistung und ein maximales Drehmoment hier von 605 Newtonmetern. Damit wird dann der IONIQ 5 in 5,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 katapultiert, das muss man wirklich so sagen, denn 2,1 Tonnen wiegt unser IONIQ 5 hier und das sind schon echt Massen, die hier bewegt werden. Nicht nur meine Wenigkeit, also das ist dann schon eher die geringe Masse, muss man fast sagen, gegenüber diesem Fahrzeug, aber umso beeindruckender eben diese Werte. 185 Stundenkilometer ist die eingetragene elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit, die der IONIQ 5 erreicht. Wer jetzt sagt, naja, also 300 PS brauche ich doch einfach gar nicht, der kann auch durchaus ein bisschen weiter unten einsteigen. Es gibt eine 170 PS Variante mit einer kleinen Antriebsbatterie von 58 Kilowattstunden nutzbar. Dann gibt es das große Akkupaket, das jetzt der Allrad hat. Entweder mit zwei Elektromotoren oder mit nur einem Elektromotor, der die Hinterachse dann antreibt. Das sind dann ungefähr 228 PS. Oder aber eben, wie gesagt, ihr nehmt zwei Elektromotoren mit der großen Batterie, die in unserem Fall noch 72,6 Kilowattstunden nutzbar zur Verfügung hat. Jetzt aber zum Modelljahr 23 wurde das übrigens upgedatet. Da gibt es jetzt mehr Akkukapazität, nämlich 77,6 Kilowattstunden bei der großen Batterie. Die kleine Batterie blieb unverändert. In der Praxis ist das natürlich so, dass durch diese zwei spontan oder direkt ansprechenden Elektromotoren die Kraft ja direkt weitergegeben wird und das auf die Personen hier im Innenraum wirklich in die Sitze reingepresst werden, wenn der IONIQ 5 nach vorne marschiert. Und das ist schon richtig beeindruckend, wie das funktioniert. Ja, das kennt man von Elektroautos, aber in dieser Form ist das dann schon nochmal eine Besonderheit. Denn irgendwie fühlt sich das hier deutlich kräftiger an über die 605 Newtonmeter, als eben die nominellen 305 PS es suggerieren. Der IONIQ 5 ist aber nicht nur schnell auf der Straße unterwegs, sondern auch beim Laden. Wir haben hier ein 800 Volt Ladesystem verbaut und das ist wirklich einmalig hier im Umfeld, in dem sich der IONIQ 5 bewegt. Selbst Luxusfahrzeuge wie ein BMW i7 oder ein Mercedes EQS haben nur 400 Volt Systeme. Der IONIQ 5 holt hier echt richtig viel Leistung raus. 225 kW ist die maximal mögliche Ladeleistung, die auch souverän hier abgerufen wird am Lader. Ja, jetzt werden einige sagen, Moment mal, da war doch was mit Winter und so weiter. Das ist vollkommen richtig. Im Winter konnte er diese Ladeleistung nicht ansatzweise abrufen, aber Hyundai hat nachgebessert und bietet jetzt zum Modelljahr 23 auch eine neue Software an, in der sogar dann das Fahrzeug vorkonditioniert werden kann für den Ladevorgang. Und dann funktioniert das wohl auch mit dem Schnellladen hier im Winter. Ein Test wäre es natürlich wert, falls dies gewünscht ist. Schreibt es mir unten einfach mal in die Kommentare hinein. Dann geht es natürlich auf die Straße und hier ist natürlich entscheidend, wie sich der IONIQ 5 fährt. Und durch diesen langen Radstand von 3 Metern liegt der Wagen auch echt super auf der Straße. Allerdings haben die Ingenieure es ein bisschen mit der Federdämpferhärte übertrieben, wie ich persönlich finde, gerade mit den 20 Zoll Reifen, die wir hier haben, die ja optisch ein Highlight sind. Ja, da ist gerade beim langsamen Fahrkomfort werden dann kurze Stöße und Unebenheiten direkter anders an die Insassen weitergereicht und da stolpert er schon so gefühlt so ein bisschen drüber. Das finde ich ein bisschen schade. Das könnte deutlich besser sein. Vielleicht gibt es ja hier noch eine Modellüberarbeitung hinsichtlich Fahrwerk. Aber ich denke, auch so zeigt der IONIQ 5 nämlich bereits, dass er echt gut funktioniert. Vor allem so auf kurvenreichen Straßen kommt ihm dann diese straffe Abstimmung zugute. Der Wagen liegt mit der schweren Antriebsbatterie sehr tief eben vom Schwerpunkt und auch dadurch echt satt auf der Straße. Kurvenreiche Landstraßen machen da echt viel Spaß mit dem IONIQ 5, auch Passstraßen natürlich, durch die Kraft,
die dann direkt übertragen wird. Das Allradsystem regelt auch sehr, sehr feinfühlig und gut, sodass man wirklich frühzeitig aus dem Kurbelscheitelpunkt voll raus beschleunigen kann, ohne Traktionsverluste. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Bei der Lenkung würde ich mir ein bisschen mehr Feedback von der Straße wünschen. Sie ist ein bisschen zu leichtgängig vielleicht auch, aber spricht dennoch angenehm direkt an und ist auch so für den Alltag eine echt gute Abstimmung geworden. Auch die Fahrassistenzsysteme sind insgesamt sehr gut, wobei es hier auch ein bisschen Feinschliff noch geben könnte, gerade beim Spurhalteassistenten. Der dürfte ein bisschen lockerer sein in seiner Arbeitsweise, wie ich finde. Der meckert schon sehr frühzeitig, wenn man dann so an die entsprechenden Linien der Fahrbahnmarkierung herankommt, dann wird da sehr frühzeitig mit einem akustischen Ton gewarnt. Also der fliegt bei mir leider dann doch eben frühzeitig hier heraus aus dem System, weil mir das einfach echt ein bisschen zu nervig ist, wenn da ständig gebimmelt wird. Aber es gibt dann ansonsten natürlich die üblichen Assistenzsysteme wie Spurhalteassistent, Abstandsregeltempomat, natürlich teilautonomes Fahren nach Level 2. Das Auto folgt also dem Vordermann, kann also auch entsprechend Geschwindigkeit und Spur aktiv halten. Und was auch sehr schön ist, wir haben sogar noch einen Highway Assist dabei. Das heißt also, das Auto kann einen aktiven Spurwechsel sogar noch auf der Autobahn vollziehen, was auch sehr cool ist. Und besonderes Highlight finde ich auch den Totenwinkelassistenten, der hier über ein Kamerasystem auch noch mal zusätzlich im Kombi-Instrument anzeigt, wie der tote Winkel ausschaut beim Blinkersetzen. Das ist natürlich schon mal echt noch mal ein zusätzlicher Sicherheitsgewinn, den man hier hat. Ja, dieses Auto begeistert mich tatsächlich immer mehr und es verliert einfach nicht an seiner Faszination irgendwo. Dieses Pixel-Design, dieses boxige Design, vor allem ein echt wuchtiges Auto, wenn man ihn mal live sieht. Das ist der IONIQ 5 und vor allem diese Ladetechnik mit dem 800-Volt-System ist einfach revolutionär und immer noch, vor allem für längere Zeit, einfach auch State of the Art. Das muss man ganz klar sagen. Und vor allem Hyundai ist ja hier jetzt noch so, dass man sagt, da ist noch Entwicklungspotenzial da. Wenn man dann einmal so ein bisschen in das Video zum Beispiel bei Bernd Konrad reinschaut mit dem Kia EV6 GT, die Mitfahrt, die wir da gefilmt hatten, da muss man halt sagen, da erfährt man dann noch die ein oder andere Feinheit vom Herrn Biermann selber. Und dann zeigt sich auch, warum dieses Fahrzeug eigentlich einen verhältnismäßig hohen Verbrauch denn in sich trägt. Denn auf Effizienz war es den Koreanern derzeit nicht angekommen. Und so ist der angegebene WLTP-Verbrauch für den IONIQ 5 hier mit großer Batterie und 20 Zoll Rädern bei exakt 19 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Der Bordcomputer hat uns 17,7 Kilowattstunden ausgespuckt und dann kam der Verbrauch an der Ladesäule. Der war bei 22,38 Kilowattstunden. Und da zeigt sich auch durch diese wahrscheinlich hohe Ladegeschwindigkeit, dass da sicherlich auch durch die Thermik, die dann entsteht, auch ein hoher Ladeverlust entsteht. Denn ich kann mir nicht so erklären, dass wir eine so hohe Diskrepanz zwischen Bordcomputer und eben dem geladenen Strom haben. Somit, ich würde eher dem Verbrauch des Bordcomputers hier durchaus eher glauben. Denn der muss ja einen bestimmten Prozentsatz genau sein. Das ist ja Vorgabe schließlich gesetzlich. Und wenn wir dem einfach mal folgen, dann haben wir einen Aktionsradius hier mit der noch alten Batterie von 72,6 Kilowattstunden von über 400 Kilometern in der Praxis. Und da braucht dann auch wirklich kein Elektroautomuffel mehr meckern. Dieses Auto überzeugt Elektrofahrzeugmuffel definitiv in meinen Augen. Ja, über Design lässt sich streiten, aber nicht über die wirklich tollen Eigenschaften wie extrem viel Platz, tolles Fahren, Performance und auch echt gute Reichweite mit extrem schneller Ladegeschwindigkeit. Was kostet das Ganze? 43.900 Euro ist der derzeitige Einstiegspreis mit der leichten Modellüberarbeitung jetzt im Modelljahr 23 und einer 58 Kilowattstunden Antriebsbatterie und Heckantrieb. Ich persönlich würde mich wahrscheinlich für die große Batterie und den Heckantrieb entscheiden.
Dann ist der Frunk etwas größer, das Fahrzeug nicht so schwer und die Performance sicherlich völlig ausreichend. Unser Testwagen, so wie er hier steht, hat einen gegenwärtigen Zeitpreis von rund 66.300 Euro. Das ist viel Geld. Ihr dürft aber aktuell noch den kompletten Förderungsbetrag abziehen und dann liegen wir bei ungefähr 57.000 Euro. Und ich finde, für so ein Auto ist das durchaus gerechtfertigt, denn er kann es mit deutlich größeren und auch stärkeren Fahrzeugen locker aufnehmen in der IONIQ 5. Aber jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung da draußen. Schreibt sie mir unten in die Kommentare. Lasst uns jetzt diskutieren. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und das Ganze zu liken. Und dann sehen wir uns auch demnächst wieder hier bei einem neuen Video von UBI Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Vielen Dank und schönen Tag. Tschüss und Servus.